Ja, guck an. Das sieht doch schon mal gut aus. Okay, ich gehe jetzt mal runter und mache mir so eine Hake. Warte mal, hier soll jetzt ja nicht unbedingt noch ein neuer Baum wachsen. Weil hier unten soll ein bisschen so die Felder hin. Und zwar, da brauchen wir natürlich noch Wasser, glaube ich, ne? Ich glaube, da brauchen wir noch Wasser. Da brauchen wir noch einen Eimer. Kann man einen Eimer auch aus was anderem machen? Eimer. Tja, gibt leider nur einen Eimer aus Metall. Flüssigkeitstank. Was ist denn hier alles? Was? Abfüller? Huh. Inventarpanel. Also, ich wiederhole es nochmal. Ja, sehr gern. Es ist so unglaublich viel, was man da machen kann. Das verliert man echt den Überblick. Ja, was soll ich machen? Genau. Eigentlich wollte ich eine Hacke machen, aber ich brauche da auch zu wieder einen Eimer. Und um einen Eimer herzustellen, brauche ich Eisen. Und Eisen habe ich noch nicht. Den Wegpunkt würde ich mal lassen, falls ich mich dann doch mal verlaufe. Geht's irgendwo hin? Nein. Ach, das Wasser sieht gut aus, ne? Das Wasser sieht gut aus. Leider sieht das nach dem Rendern immer nicht mehr so scharf aus. Ich versuche immer gerade ein bisschen rum zu experimentieren. Zwischen Qualität und Quantität, weil je höher natürlich die Qualität des Videos ist, umso länger muss der rendern. Und für eine 20-Minuten-Folge zu rendern, eine Stunde zu warten, oh nee, das ist too much. Das ist definitiv too much. Und sie wird halt auch viel zu groß. Ich meine, ich habe jetzt schon einen relativ großen Upload mit 12 Mbit. Ist halt quasi eine 200.000er Leitung. Dauert aber dennoch auch seine Zeit, ja. Also so mal 3,6 GB hochgeladen, da brauchst du auch schon ein bisschen. Und wenn dann die Folgen halt von der Qualität noch höher wären, noch höherwertiger, sage ich mal, dann werden die natürlich auch viel größer und es dauert noch viel länger. So, was ich aber dennoch mal ausprobieren will, ich will trotzdem mal die Hacke machen. Denn es kann ja sein, dass es in diesem. Was habe ich jetzt noch rausgekriegt hier? Kaffeesaaten. Okay, das habe ich doch schon. Raps. Ah. Naja, egal. Warte mal, pass mal auf. Haben wir hier. Ah ne, Holz haben wir doch hier. Holz haben wir doch. Wie ging nochmal Spitzacker? So, ja. Nee. So, genau. Mal gucken. Mal gucken. Vielleicht machen wir das hier hin. Okay, brauchen wir auf jeden Fall Wasser. Brauchen wir auf jeden Fall Wasser. Schwierig, ne? Es ist auf jeden Fall schwierig. Wir könnten ja hier ein bisschen was anbauen. Hier an der Seite.
Das müsste, glaube ich, reichen. Ich hoffe... Würmer! Muss ich gleich mal gucken, ob das... Oh! Ob das so funktioniert, wie ich das noch in Erinnerung habe bei... Nicht in Life in the Woods, ich hab mal... Komm her, du kleiner Wurm! Du kleiner Wurm! Ich habe nämlich mal Skyblock gespielt und da konnte man auch Würmer sammeln. Und die Würmer hat man dann in Bäume reingesetzt und die haben die Bäume dann umgewandelt. Mal gucken, ob das geht. Nee, kann ich... Ich kann die zwar... Ach! Hä? Verrückt. Warte mal. Ha. Okay. Macht der Wurm etwa jetzt hier eine Fläche von... Warte mal, das sind 3x3? Muss ich ausprobieren. Ich werde mal kurz schlafen gleich. Was man so durch Zufall alles entdeckt, ne? Und deswegen werde ich jetzt mal hier... Hier ist nämlich wieder weg. Und wenn ich den hier in die Mitte setze... Dreimal-drei Area and keep it red. Ah! They will help to grow crops grow faster by making the ground nice and soft. Na, wenn das nichts ist, wenn das nichts ist, was können wir da mal anpflanzen? Was können wir da mal Nützliches anpflanzen? Kaffeebohnen? Was haben wir denn so Schönes noch? Irgendwas, was wir jetzt hier, wovon wir 9 Stück haben. Halt. Wobei, müssen wir ja nicht. Frühlingszwiebel können wir mal nehmen. Zucchini. Genau, Zucchini. Und Lauch. So. Und Kaffeebohne. Kaffeesaat. Haha. Ja, guck an, unser erstes Feld. Ich bin mal gespannt, wie lange so ein Wurm hält. Sieht auf jeden Fall ja, recht niedlich aus, wie der Wurm da so rumkreucht und fleucht. Und jetzt setzen wir den mal hier auch hin. Genau hier in der Mitte. Und da haben wir ein größeres Feld und können noch mal ein bisschen was anderes anpflanzen. Und schon haben wir unser erstes Feld, ohne dass wir Metall brauchten, um irgendwas zu bewässern. So, Weizenkörner. Nehmen wir mal Weizenkörner, da können wir dann später auch Brot draus machen. Auf jeden Fall will ich mich dann nochmal auf die Suche begeben nach einem Dorf. Denn wir haben, guck mal an, wie viel Fleisch wir hier haben. So,
Denn dort gibt es jede Menge cooler Sachen zu finden und zu entdecken. Das haben wir ja schon bei den ersten Folgen gesehen. Und ich brauche noch eine Truhe. Ich brauche noch eine Truhe, fällt mir ein. Ja, so macht man keine Truhe. So macht man eine Truhe. Zack. Oh, da können wir den anderen Mist hier reinpacken. Was wir nicht brauchen. Was ist denn das? Eine rote Orchidee. Okay, Würmer kriegen wir, indem wir Ackerboden abernten. Das habe ich dort hinten natürlich umsonst. Den Mist, ja. Oh, naja, können wir erstmal so lassen. Ist ja nicht so schlimm. Mal gucken, wie schnell das wächst. Das ist schon wieder bei 33%. Hier auch. Das ist verrückt. Das ist verrückt. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ja, genau. Und zwar ist mir gerade aufgefallen, dass wir schon wieder am Ende einer Folge sind. Beziehungsweise am Ende der Session. Am Ende der Aufnahmesession. Zwischendurch ist noch kurz das Spiel abgestürzt, als ich gerade ins Menü rein wollte. Und guck mal hier, Full Crow ab. Und dann können wir das mal noch anpflanzen. Das machen wir hier rein. Und gucken wir mal, wie was hier so. Okay, das gibt nicht sehr viel her, wie ich gerade sehe. Das sind 33%. Dann mal sehen, was die Zucchini dann machen. Vielleicht kann man das dann später noch ein bisschen verwerten. Ich werde dann vielleicht jetzt gleich noch ein bisschen weitermachen, werde aber nicht mehr aufnehmen. Ich werde mal gucken, dass ich dort wie so einen kleinen, ich sag mal, kleinen Tunnel reinmache, dass wir uns die Dings anlegen. Die Höhle, beziehungsweise die Mine. Und ich würde sagen, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, mir beim Spielen zuzugucken, mir beim Rumlabern ja, zuzuhören, auch wenn es jetzt vielleicht einfach nur belangloser Scheiß war. Ich werde mal gucken, vielleicht kann ich das noch ein bisschen interessanter gestalten. Vielleicht kann man ja dann auch ein paar ja, Spiele-News besprechen, die es so gibt. Und ja, können wir mal gucken. Ja, ich sag mal so, bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Folge müsst ihr nicht mehr lange warten. Ich muss noch eine ganze Woche warten und bis dahin würde ich sagen, weiter craften und mach's gut. Bis dahin, ciao, ciao. Tschüsseli. Ja, ihr müsst das schon abschalten, ne? Ihr müsst schon zumachen. Schließt jetzt euren Browser, macht den jetzt zu. Macht den Browser zu, sagte ich. Tschüss, haut ab. Ich sagte, ihr sollt abschalten. Macht's gut, tschüss. Naja, ich gehe schlafen. Macht's gut, bis dahin, tschüss.